Herzlich willkommen zu der Videoreihe Hedge Organizer. Und zwar, die Software ist bei jeder W6 Stickeinheit dabei. Ich zeige Ihnen, warum die dabei ist und was können Sie alles damit machen. Zunächst einmal sollten Sie, falls Sie das noch nicht haben, sich das W6 Starter Stick Set bestellen. Wie finden Sie das? Auf der W6 Wertarbeitsseite w6-wertarbeit.de können Sie als Suchbegriff Start eingeben. Mit Enter bestätigen und dann nehmen Sie das Starter Set Sticken. Die Software haben Sie bereits installiert. Sie haben auch die passenden Stickunterlagen da. Und jetzt können wir losstarten. Wie fangen wir an? Sie haben eine Stickdatei erworben oder heruntergeladen. Diese wird meistens in einem ZIP-Format, das ist eine ZIP-Datei, ausgeliefert. Und zwar hier erkennen wir mit so einem Reißverschluss. Zunächst einmal muss die Datei entpackt werden. Mit der rechten Maustaste draufklicken und alle extrahieren. Wir bestätigen das. Falls Sie Windows 10 haben, kann es sein, dass die WinZip oder WinRAR installieren müssen. Googeln Sie das einfach, das ist kostenlos. Jetzt haben wir die Datei entpackt. Das ist jetzt ein Ordner auf dem Desktop. Wir starten die Software. Ich habe sie schon bereits gestartet. Ansonsten machen Sie hier einen Doppelklick drauf. Und wir wollen die Stickdatei öffnen. Wir können das über diese vier Felder machen. Designfläche, Stickmusterbibliothek oder Neu und Öffnen. Ich öffne die Datei. Ich gehe zunächst zu diesem PC, klicke auf den Desktop, wähle den entpackten Ordner aus mit Doppelklick und hier sind alle Dateien, die ich auswählen kann. Sie können die DSD-Datei auswählen. Diese wird meistens im deutschsprachigen Raum bei Stickdateien angeboten. Viel besser ist es, wenn Sie gleich hier den Filter auf EMB setzen. Hier ist die EMB-Datei gewesen. Das erkennen Sie in dem Typ Stickmuster. Und jetzt haben wir hier verschiedene vier Stück. Und ich nehme erstmal die erste. Die EMB-Datei ist besser, weil ich sie größer und kleiner machen kann, ohne dass das Stickbild gestört wird. Hinzu kommt, dass die Farben richtig dargezeigt werden. Die Datei ist entpackt. Und ich sehe hier einmal sozusagen die Ananas. Und ich sehe ein Vorschaubild. Und so sieht die Stickdatei im Grunde aus. Das ist schon mal nicht schlecht. Das heißt, so kann ich die Stickdatei öffnen und sie mir vorher anschauen. Kommen wir zurück zum Startbildschirm. Und zwar, ich möchte euch in diesem Video eins der Hauptfeatures von der Software vorstellen, und zwar die Stickmusterbibliothek. Ich klicke hier einfach mal drauf. So, und zwar, die Stickmusterbibliothek hat sich geöffnet. Und zwar im Moment, ich habe hier die Werkzeugpalette, die werde ich erstmal nicht benutzen. Das hier ist die Stickmusterbibliothek. In diesem Reiter. Sie können die auch erreichen, wenn Sie von der Ananas, gibt es hier, das ist meine Ananas, und zwar das Programm merkt sich, was geöffnet war, gibt es hier einen Reiter Stickmusterbibliothek. Ich kann aber auch direkt dahin kommen, und zwar bei dem Startbildschirm gibt es einen Pfeil, den kann ich anklicken und da die Bibliothek auswählen. Dann bin ich wieder in der Stickmusterbibliothek. Das Allerwichtigste bei der Stickmusterbibliothek ist Embroidery. Das ist meine Hauptbücherei. Ich kann hier einmal draufklicken. Das sind hier meine Designs. Ich habe hier einmal den Tiger und eine Umrandung für den Patch. Sie können aber auch auf Public Embroidery klicken. Und zwar, ich klappe erstmal dieses Fenster hier einmal ein. Und zwar, hier gibt es am rechten Reiter des Programms, gibt es solche Reiter. Die kann ich, das ist wie beim Google Chrome zum Beispiel oder beim Internet Explorer oder bei Edge, Tabs. Ich kann sie ein, aufklappen und einklappen. Und zwar, wenn ich auf Public Embroidery draufklicke, habe ich alle Stickdateien, die bereits mit dem Programm ausgeliefert werden. Sie sehen, das ist schon sehr, sehr viel. Wir haben hier verschiedenste Stickdateien, die sofort gestickt werden können, ohne viel Aufwand. Fische, Katzen,
Smileys, Emojis. Und Sie sehen, da ist schon sehr, sehr viel dabei. Delfine, Pferde, also das ist alles inklusive. Diese alle Stickdateien sind kostenlos mit dabei. Aber das Allerwichtigste ist, was passiert, wenn Sie nach und nach immer mehr Stickdateien aus dem Internet runterladen. Ich zeige Ihnen mal. Und zwar, ich gehe erstmal zu meinen Downloads, das heißt zu meinem Download-Folder. Ich klicke hier einmal auf Downloads oder ich kann hier auf meinem PC einmal auf Downloads klicken und Sie sehen, ich habe hier, das sind alle Stickdateien, die ich heruntergeladen habe. Sie sehen, es sind sehr viele Stickdateien. Ich muss diese irgendwie organisieren. Und da hilft Ihnen Hedge Organizer. Er organisiert. Wie mache ich das? Und zwar in diesem Reiter gehe ich zum Desktop. Das funktioniert wie eben mit dem File Explorer oder dem Finder, je nachdem wie er bei Ihnen heißt. Und zwar, da ist meine Ananas. Diese Ananas kann ich einklicken und zu mein Embroidery, und zwar unter meine Designs, einmal reinziehen. Da ist meine Ananas. Und Sie sehen, was jetzt passiert ist. Sobald ich das in die Bücherei ziehe, lädt das Programm automatisch die vorhandenen Stickdateien. Ich kann jetzt diese Stickdatei einmal anklicken. Ich klicke mal jetzt einfach mal eine an. Und ich kann diesen Reiter, den Sie schon vorhin gesehen haben, einmal hier anklicken. Dann öffnet er sich. Und jetzt kommt das Interessante. Wenn ich auf Details klicke, da ist noch nicht viel los. Das muss ich einmal selber befüllen. Damit ich alles später wiederfinde, sollte ich das auch machen. Der Titel, also ich würde das Ananas nennen. Vielleicht eine liegende Ananas, aber es ist eine Ananas. Das Thema. Im Thema können Sie verschiedene Stichwörter setzen. Zum Beispiel Frucht. Ananas. Südsee. Wir können auch Farben setzen. Gelb, grün. Und ich kopiere mir diese Themen einfach mal hier unter die Schlagwörter und danach kann ich suchen. Ich kann auch Kommentare hinzufügen. Wie habe ich das eingespannt? Welche Geschwindigkeit bei der Maschine benutzt? Das heißt, ich kann mir hier drin Notizen machen und schauen Sie mal, ich klicke jetzt erstmal kurz einmal raus aus der Ananas, klappe einmal die Stickmusterinformationen einmal ein, klicke einmal auf den Tiger, dann gehe ich zurück zu meiner Ananas. Ich kann hier drauf wieder klicken. So. Und klappe wieder meine Stickmusterinformation. Diese Ananas hat noch gar nichts. Diese Ananas, ich kriege die Vorschau geladen. Und alle Informationen. Und das alles, was ich hier eingespeichert habe, bleibt hier auch drin enthalten. Ich kann auch ich klicke erstmal auf meine Designs. Es gibt einmal die öffentlichen, die dabei waren, und meine Designs. Und jetzt kann ich die Suche hier durchführen. Ananas. Und einmal Enter. Und hier, ich kriege noch keine Vorschau generiert, aber die Stickdatei wurde gefunden. Ich klicke hier einmal drauf und siehe da, da ist meine Ananas. Das heißt, ich kann, wenn ich nach und nach die Dateien so alle reinziehe, alle organisieren, alle finden. Und wenn es darauf ankommt, das heißt zu Geburtstagen, zu Weihnachten, zu Ostern, welche Feste gibt es noch? Geburtstage hatte ich glaube ich schon. Aber es reicht dann nur die Stichwörter einzugeben, hier oben, und schon bekomme ich die passenden Stickdateien. Versuchen wir das Ganze einmal. Ich gehe mal kurz in die Public Embroidery. Das sind alle Dateien, die ausgeliefert worden sind. Und ich versuche auf Englisch, die sind leider alle auf Englisch beschriftet, Flowers, Blumen. Schauen Sie, wie wunderbar das funktioniert. Doppelklick und schon ist die Datei zum Sticken bereit.